Hallihallo Leute, schön, dass ihr wieder angeschaltet habt beim Let's Play von Minecraft auf dem GruCraft-Server. Heute wollen wir mal die fehlenden Steine suchen gehen, abbauen gehen und uns hier mal um die Hühner kümmern, damit wir mehr haben. Und ja, nach unten gehen zum Garten. So, den Baum dann machen wir fällen, aber noch nicht jetzt. Jo, und dann gehen wir in die Farmwelt, die neu gemacht wurde jetzt wahrscheinlich wieder gestern. So, es ist noch früh am Morgen, also Leute gibt es momentan noch nicht auf dem Server. Die meisten sind sowieso bei der Schule oder in der Arbeit. So. Dann lassen wir noch ein paar. Und Karotten könnten wir auch noch ernten. So. Aber dafür brauchen wir dann auch Schweine. Kartoffeln, ja, bräuchten wir eigentlich gar nie. Aber immerhin. Dann haben wir auch Vorrat. So, das Weizen kann ich mal mitnehmen. Das brauchen wir hier nicht. Und jetzt gehen wir zu den Kühen, füttern die noch kurz und gehen dann nach oben oder gehen dann direkt in die Farmwelt. Und weil wir so weit weg sind mit der Farm-Ding, dann können wir auch direkt so. Vielleicht müssen wir dann bald mal die Schafe irgendwie anders hin tun. Wir bekommen langsam Stau hier. So, ich muss noch meine Items da oben holen. Dann können wir gehen. So, gehen wir nach oben und holen die Items. So, rennen. Und drüber. So. Okay. Ja, der Keller muss fertig gebaut werden, dafür brauchen wir Granit. Die Items sind hier drin. Ich möchte das jetzt so mitnehmen. So, den brauchen wir nicht. So herum. So, das auch nicht. Der Bogen, wo ist der Bogen? Da. Ja, dann brauchen wir die Pfeile auch nicht. Momentan. Nö, kein Bock auf Bogen. So. Und ja. Wir brauchen eben Granit. Haben nur noch einen Granit. Dann gehen wir rüber. Slash Home. Farm 3 war es. Und jetzt landen wir hier in der Eiswelt mit ein paar Creeper. Nein, das möchte ich nicht. Oder kann das sein, dass das letzte Mal auch so war? Und hier Süden ist, ja. Okay, dann hat er die Welt gar noch nicht gesettet. Auch gut. Wir haben ja keine Probleme. Wir finden genug. So. Dann schauen wir uns mal hier in den Winterland now um. Schauen wir mal, was es so gibt. Hier drüben ist ein anderes Biom. Wir bleiben noch ein bisschen im Biom. Ja, okay, es ist doch nicht ein anderes. Irgendwie habe ich momentan das Problem, dass die Sichtweite wieder begrenzt ist oder so. Könnte es sein, dass es einfach am neuen Optifine liegt von 1.84. Dass es Probleme gibt irgendwie mit der Sichtweite oder so, keine Ahnung. Oder mit den Chunkload-Einstellungen. Ja, ist ein bisschen schade, aber
Es ist halt Minecraft, die Engine ist scheiße. Nun gut. Scheiße nicht. Also was es früher für Probleme gab, das ist gut, dass es heute nicht mehr die Probleme gibt. Auch die Schattenbugs wurden weniger. Ich glaube, Optifine hat das recht gut hinbekommen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es Mojang auch war. Aber es gab mal richtig viele Schattenbugs. Also hier ist zum Beispiel auch ein Schattenbug. Hier ist sogar ein Schneebug. Okay, da kann man... Okay. Fliege der Untertasse, yeah! Ich freue mich so, wenn ein ähnliches Spiel rauskommt oder Mojang, also Minecraft, Microsoft, ein neues Minecraft rausbringt. Ich würde es auch für 100 Franken oder Euro holen mir. Hauptsache, es ist dann schon gut und nicht in einer Pre-Alpha, Kickstarter und alles Mögliche. Solche Games, die so Kickstarter sind, so werde ich nicht mehr unterstützen. What the fuck? Generierungsfehler? Hm, scheinbar schon. Jo. Eigentlich wollte ich ja unter die Erde. Wir gehen mal hier an der Küste entlang. Was ist denn das für ein Fehler? See. Ah, das ist ein... Okay, Nebel. Das sollte eigentlich auch nicht sein. Hm. Komisch. Nun gut. Wir gehen jetzt hier hinten durch. Hier könnten wir sicher irgendwo rein. Nächste Höhle gehen wir rein. Das ist auch keine Höhle. Okay, dann tucken wir ein bisschen weiter. So. Ah, oh, falsche Taste gedrückt. Gut. So. Die Werkbank lassen wir hier. Oh, komm schon, Boot. Hallo. Jetzt war gut jetzt. Hä? Ich hab's doch richtig platziert. Merkwürdig, merkwürdig. So, wir gehen wieder weiter nach Süden. Wir machen, bis wir dann bei 36 Millionen angekommen sind und es nicht mehr weitergeht. Okay, hier könnte ich aber schon gut rausgehen. Hm. Mann, ich muss immer den Tempel angucken. Ich finde diese faszinierend. Wir gehen hier raus und dann hier rein. So. War eine kurze Bootstour. Aber eine interessante. Nein, nicht drüber. So. Ach komm, spring nicht immer weg. Jetzt geht es dann kaputt. Nicht mal, okay. So, da ist aber wahrscheinlich nicht so viel Schattenbug. Nö. Ja. Fucken wieder mitnehmen. Wasserbug. Noch mehr Wasserbug. So, jetzt. Auch von mir aus. Hier drin war niemand. So, hat's hier vielleicht Wölfchen? Hühner. Brauchen wir nicht. Hasis brauchen wir auch nicht. Die neuen Tränke sind sowas von unwichtig. Vor allem die Sprungtränke mit den Hasenpfoten. Hasenpfoten sind viel zu selten. Sprungtränke bringen gar nicht viel höhere Sprungkraft. Vielleicht 1 um 1 höher. Die starken Tränke. Und das ist schon ein bisschen niedrig. Hallo? Wölfchen?
Hier hat es auch keine Wölfe. So, bevor es dunkel wird, gehen wir dann noch rein. Hier geht's nicht rein. Hier geht's rein, komm schon. Ja. Ein bisschen. So. Hier haben wir Granit. Also mal Granit abbauen. Ich habe noch nie roten Granit gesehen. Granit ist doch... Was ist das? Granit ist rot? Nein, Granit ist weiß, glaube ich. Also so rötlich bisschen oder so. Gestern haben wir es recht lustig in der FR-Welt gehabt. Ich und 19Gamer97, weil wir haben den Jump'n'Run Dungeon gemacht vom Roten Reich und haben dann ein bisschen Probleme gehabt, selber das Jump'n'Run fertig zu schaffen. Ja, ich habe es relativ schnell geschafft, aber auch noch per Zufall, und dann habe ich es dreimal wiederholt. Er hatte Probleme mit der Steuerung mit der Tastatur und hat es dann, glaube ich, nicht geschafft, leider, aber eben wegen Probleme an der Tastatur kann man das halt meistens nicht. Es ist relativ schwer, also mega ist der andere Ansicht, mega cool, man. Aber er ist auch sehr geübt, er hat schon mehrere Jump'n'Runs gemacht. Ich nur nicht. Meine Jump'n'Runs waren dann auf dem Nintendo 64 und nicht bei Minecraft. Auf dem Nintendo 64 habe ich gerne Jump'n'Runs gehabt. Bis mich Diablo 1 auf eine andere Sichtweise brachte und ich wurde Diablo-Fan. Als Diablo 2 dann rausgekommen ist. Und dann hatte ich noch GTA 3 gesuchtet. Ah, zuerst Final Fantasy X auf der PlayStation 2. Oh, was ein cooles Game. Und schau mal an, wir finden ganz viel Granit. Das ist super. Sehr schön. Und hier ist der Weg sogar weiter. Aha. Hinter der roten Wand führt der Weg ins Unendlichkeit. Ins unendliche Reich des Abbauens von Granit. Jehe, jehe. Hier ist auch noch Wasser. So. Irgendwo hier hinten. Da unten. Okay, das reicht jetzt mal mit dem Granit. Es geht noch meine Spitzhacke kaputt. Ich möchte kurz hier zumachen. Ja, ich habe keine Blöcke. Den Bruchstein bitte. Komm, was? Dann geht's schneller. Ah. Ja, genau. Ach komm. Wir schaffen das schon. Noch ein bisschen Essen. Ja, toll. Man kann nicht mal essen, ohne nach hinten zu treiben. So. Oh, nur so ein kleiner Wasserfall macht so viele Probleme. Gut. Hier noch ein bisschen Granit nehmen. So. Was haben wir denn hier? Ich habe irgendwie auf dem Server recht wenig Probleme mit dem Monster, weil sie nicht so häufig sind. Zum Beispiel auf dem Starpark-Server hatte ich recht viele Probleme, da gab es so viele Monster. Wir müssen vielleicht irgendwas einbauen, was das Monster-Spawn wieder nach oben bringt. Ich weiß nicht wieso.
es runterging, aber es hat nur seinen Grund mit einem Plugin so oder so gegeben. Ein bisschen Eisen mitnehmen. Eisen brauchen wir immer in der Zukunftszone. Hier ist offen, okay. Es ist noch Nacht. Na, brauchen wir ein bisschen Sand, oder? Nun gut. Gehen wir hier mal raus. Und erkunden die Gegner noch ein bisschen. So, der. Richtung Süden. Das ist Norden. Okay. Hier ist eine Hexe. Psst, psst, psst. Zwei Hexen. Oh Gott. Danke. Aber ich möchte sie töten. Ein bisschen Zucker. Oh komm. Hey, psst. Wie viele kommen hier plötzlich? Jetzt haben wir hier viele Gegner. Und ich sterbe bald. Boah. Wie stark ist das Gift? Wahnsinn. So, okay, wir haben es überlebt. Oh Gott. Was ist das für ein Gift? Ist das unendlich oder was? Oh je, oh je. Die Hexen sind für viel zu stark mit dem Gift. Ob der für viel zu schwach, weil man sie eigentlich sonst immer schneller töten kann, als sie erwerfen können, weil sie die ganze Zeit einen Knockback haben und so. Ja, vielleicht brauchen wir ein bisschen Knockback-Schwert, aber ich mag Knockback-Schwerter nicht so. Schaut mal das Granit an. Oh, haben wir viel gesammelt. Der Helm geht bald kaputt, okay. Ja, dann. Ich lasse den Turm hier als Andenken. Nein, die wird sowieso bald resettet. Müssen wir nicht abbauen hier. So. Tut mir leid, ich habe momentan ein bisschen Asthma. Keine Ahnung wieso, wegen dem Staub, was wir heraufgewirbelt haben heute Morgen, weil mein Vater den Dachstock auseinandergenommen hat. Und ich mit Hof helfen musste mittragen. So. Müssen wir wieder ein Boot bauen oder was? Ich find's irgendwie blöd. Also diese Welt ist momentan richtig blöd wegen den vielen Inseln. Und den vielen Eislandschaften. Wir sind wahrscheinlich völlig in der falschen Ding. Aber vielleicht finden wir ein Eisbike-Biom. Ich würde es wirklich Ding. Genießen. Haben leider keine Behutsamkeitsspitzhacke, aber wir könnten dann eine machen, bevor dann noch die Welt resettet wird. Falls wir eine finden. Und es bleibt Nacht. Okay, es wird bald Tag. Der kopflose Zombie kommt auf uns zu. Gut. Was ist das? Ein Kraut. Ein bisschen Gras. So, ich möchte eigentlich ein Lehmbiom haben, ein Mesa-Biom. Aber das ist überhaupt nicht die richtige Zeitzone. Zeitzone. Klimazone.
Okay, wieder Wasser. Gehen wir mal nach Ost, nach Westen. Südwesten, oder? Ja, Richtung Süden noch ein bisschen. Aber bald nicht mehr. Ah, hier kommt Wasser, denke ich mal auch. Ein gigantischer Ozean habe ich noch nie gesehen. Eis kann man, glaube ich, nicht abbauen mit einer Schaufel. Also, dass es nicht wirkt. Behutsamkeit. Ich wollte so ein Eisding machen. Wir könnten so ein, wie sagt man dem, Vorratskammer machen, wo schön kalt ist. Und dann machen wir dort Truhen hin. Und in den Truhen machen wir dann schönen, guten Kuchen und so weiter. So. Also nach Westen. Weil wir hier schon so hunderttausende roten Blumen haben, nehmen wir die mit, weil wegen dem Lehmfärben später, die kann man nicht so gut vervielfältigen. Bräuchten wir ganz viel Knochenmehl. Und eine Region, wo viele Blumen wachsen. Zum Beispiel ein Blumenbiom. So. Die nehme ich mal mit, die Birken. Ja, die Fichten. Also dann gebt mir mal ein paar Setzlinge. So, Hunger haben wir auch. Okay, dann schauen wir mal nach Setzlinge. So, drei reichen. Dann gehen wir weiter. So, und wann kommt ein neues Biom? Ich brauche doch schon lange ein neues Biom. Lieber Leute, ich brauche ein Biom. Ein schönes, seltenes Biom. Badumts. Gut, okay. Also, Wald. Eine fliegende Insel. Haben wir noch Platz? Ja. So. Ah, schaut mal. Der Baum wird ganz blau. Ah, hier haben wir zwar Rosen, aber die nehmen wir auch mit. Rosen sind schön. In diesem Texture-Pack. Ja toll, nimm sie doch mit. Gut. Gehen wir mal zur fliegenden Insel. Der Antrieb ist mit Kohle. Aha. Ah, noch interessant hier. Ja, mehr Eisen. Okay. Bisschen Kuppel, sehr selten. Ah, oh, sieht auch gut mit dem Diorit aus. Die Blume nehme ich auch mit. So. Es gab ein Update, da waren die Blumen mega fail platziert. Also sie hatten nur ein. Sie war nur ein groß und ja, ich mochte es nicht. Ich mochte die Blumen ganz
Und dann plötzlich waren sie wieder ganz. Das war toll. Oh. So, Wölfchen, Wolfe, Wulfe. Was ist denn das? Ah, ein Farn. Ach so. Dachte schon, es wäre ein Monster. Ein neues Monster. Nistag Herobrine. Ich dachte schon, es wäre Herobrine gewesen. Ein Killerhase. Oh, gute Loot gebracht. Ah nein, das ist Kaninchenfell. Für was braucht man Kaninchenfell? Ich glaube, das kann man zu Leder machen. Weiß nicht wie. Aber sonst bringt's zu nichts. So, gehen wir hier nach oben. Wölfe. Knochen haben wir. Der braune möchte ich gern. Okay, jetzt haben wir Wölfe, aber keine Knochen. Ah. Menno. Das muss ich wegmachen, das ist buggy dort. Das geht mal gar nicht. Hä? Okay. Also wir machen hier slash set home Wolfe. So. Ich hoffe, die sind nächstes Mal auch hier. Und machen mal einen Part-Abschluss bis zum nächsten Part. Ja, Drago Basler. Tschüss. Und nächstes Mal Wölfe farmen. Tschüss.